morgens, wenn die Sonne aufgeht, teilweise bis zu 500 Menschen, die sich nicht miteinander kennen. Egal welches Wetter, egal welche Jahreszeit. Und begrüßen einfach die Sonne mit einem morgendlichen Eisschwimmen. Und ich will das gleiche in Minden machen. Jeden Samstag zum Sonnenaufgang unten am Weserstrand. Nicht am Weserstrand, an der Weser, am Skatepark. Das ist ein kleiner Strand, wo man ins Wasser gehen kann. Es ist wunderschön, wie die Sonne aufgeht. Und einfach eine gute Zeit. Es waren schon ab und zu ein paar Leute da, aber die meisten bin ich alleine. Das ist jetzt das fünfte Mal. Heute ist der 1. November. Guten Morgen. Und geile Zeit. Schaut euch das an. Wie glattes Wasser. Kaum Wolken. Wir haben Glück. Heute ist Donnerstag, für gewöhnlich treffen wir uns hier jeden Samstag. Heute ist Allerheiligen, ein Feiertag. Deswegen gibt es heute die Möglichkeit, ein extra Swim zu machen. Sonst reicht einmal in der Woche. Und außerdem ist heute National Vegan Day. Ein Glückwunsch an alle Veganer da draußen, lasst es euch schmecken. Wir warten jetzt auf die Sonne. Worum geht es bei Swimrise Minden? Mein Ziel ist es, ein Projekt zu initiieren, dass sich unterschiedliche Leute, die sich nicht kennen, hier morgens treffen und sich zusammen überwinden und ins kalte Wasser springen. Ich mache es jetzt zum fünften Mal. Es ist ziemlich hart, das Ganze alleine zu machen. Jeden Samstagmorgen hier aufzukreuzen und alleine ins Wasser zu gehen. Wenn nur eine Person mit dabei ist, ist direkt mehr Spaß, man kann sich austauschen und man überwindet sich zusammen. Das ist das Ziel. Deswegen wäre es schön, wenn ihr vorbeikommt und lasst euch das nicht entgehen. Das ist super. Wenn man alleine ist, dass man sich nur auf die Berge mit der Wolkendecke. Die Wolkendecke ist ein bisschen zu dicht, die Sonne kommt nicht ganz durch, das ist schade. Aber schöne Malereien am Himmel. Was ist das Coole daran? Hey, let's go! Das ist 7 Grad. Was ziemlich gut ist, es ist nicht windig, das ist schön. Aber seit letztem Samstag ist die Wassertemperatur um 5 Grad gesunken. Von 14 auf 9. Trick ist es, zu atmen. 10 Sekunden, jetzt wird es besser. Oh, ich will oh. Das Schlimme ist, je mehr man sich unter Wasser bewegt, desto kälter wird es. Wenn man einfach nur wartet, dann geht es. Am kältesten sind die Füße und die Beine. Alle Zellen ziehen sich zusammen. Oh, ist das krass. Das war's, we did it. Ein paar Sekunden nachdem man aus dem Wasser kam, trotz Wind, ist es jetzt echt einfach nicht mehr kalt. Man ist nass, man kann hier stehen, man friert nicht, weil das Wasser einfach so arschkalt ist und den Körper kein kurz und total unterkühlt. Ich bilde mir ein, dass dadurch das Immunsystem abgehärtet wird, vielleicht ein bisschen weniger krank wird. Vor allem lernt man damit besser mit Kälte umzugehen. Wenn man morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt oder irgendwo draußen in der Kälte steht, kann man besser mit der Kälte umgehen, weil man es gewohnt ist. Kommt die Sonne. Yeah! Woohoo! Auch wenn ich ein bisschen Gänsehaut habe, ist es kaum noch kalt eigentlich. Die Füße werden jetzt langsam kalt. Ich glaube, ich gehe noch einmal ganz kurz rein. Und dann geht's wieder vor.
kalt ist und ich mich ein bisschen bewegen will. Dann gibt's Frühstück und dann schauen wir mal, was wir aus dem Tag machen. Dann gehen wir bouldern. Komm, Junge! Stark! Woo! Geil, ey! Da hat einer Geld. Ich will gestreckte Beine sehen. Beine! Ja! Yeah. Dein Ernst? Ja! Go, Till, go, Till, go! Oh. Nochmal. Pull. Ja. Weniger hier, mehr hier. Ja. Dann hast du ihn. Noch mehr rausdrücken, oder? Ja. Lange ist richtig auf einer Hüfte. Muss. Aber es ist geil, weil du Power hast und dann zieht es sich einfach rum und es sieht einfach so aus. Für mich sieht das so aus. Ja, Mann. Ja, Mann. Einen noch. Schön. Boah. Zieh. Ja, lass du. Sehr gut. Der war. Was hast du denn für eine geile Technik? Thank you.
L-Sit und Dip. Yeah. Monster.